Einen wunderschönen guten Morgen aus Hamburg. Es ist der Montag, der 10. Januar 2022. Mein Name ist Carlos Martins und Sie hören uns live aus dem Traders Lab Trading Room. So, wir bereiten uns auf unseren morgendlichen DAX-Trade vor. Wir gehen auf die sogenannte Big Number. Das Risiko für alle, die dann es nicht so gut genau erkennen, das Risiko für diese Position liegt heute bei 0,008 für die erste, weil jetzt hier die Aufrundung 0,008. Das heißt, wir gehen jetzt mit einer ersten Order ins Rennen, 16.006 Long und 15.992 Short. Long 8:31 Uhr, erster Box Trade ist Long und Ausstieg ist bei 16.017. Ab dem zweiten Trade, meine Damen und Herren, gehen wir auf angepasst und wir haben hier heute Zielmarke den Daily Pivot und das Gap, also die Kurslücke, beides hier zu finden. Das wäre jetzt erstmal die Zielmarke, wenn es in Richtung zweiten Trade geht. Nach oben hin wäre jetzt 16.050, so mehr oder weniger eine Marke. Ja, und dann haben wir hier die 35,40 so, auch von den Fibos. Das sind so die aktuellen Marken, 8:32 Uhr. Wir bleiben auf den Chart, schauen uns vom Freitag Arbeitsmarktzahlen einmal die Blue Boxen an. Also hier ist nichts zu holen auf einer Minute gewesen. Und dann gehen wir direkt mal rein in die Vola Boxen. Am Freitag, da war das eine oder andere hier, sehen wir zu holen, dass das Tief am Freitag war bei 15.862. Wir hatten eine Trading Range am Freitag von 203 Punkten. Das ist ordentlich. Aktuell die Trading Range 38. Das ist auch in Ordnung. Also jetzt fragen wir uns, wo kommt die Vola Box rein? Die Vola Box kommt rein bei 15.933. So, das ist der aktuelle Forecast 15.933. Das heißt, wenn die dort reinkommt, dann ja, wäre das auch ein Trade, wo wir mit erhöhtem Risiko eingehen oder einsteigen könnten. Also erster Trade läuft. Jetzt gehen wir einmal in die Wetterbereich rein, fangen oben an beim DAX. Neues Chartfenster, wie eben jeden Morgen. Vorlage, Zickzacklinie. Gehen auf Daily und schauen uns den gleitenden Durchschnitt an. Die blaue Linie, wir sind da drüber. Das heißt, wir sind auf Daily Long. 4 Stunden auch Long. Stunde Short. 30 Short. 15 Long. Und 5 Minuten auch noch Long. Also trotz der Erholung am Freitag ist die meisten Zeitebenen long. Gucken wir uns Gold an. Daily Short. 4 Stunden Short. Stunde Short. 30 Long. 15 Long. Und 5 Minuten auch Long. Also ab 30 Minuten hat das hier gewechselt. Öl. Daily wieder Long. 4 Stunden Long. Stunde Long. 30 Short. 15 Long und 5 Long, auch hier Übergewichtung eher auf Long. Technologiebörse Nasdaq, Daily Short. Und hier sehen wir sehr schön die Unterstützung bei der Technologiebörse. Und wir haben ja immer noch die großen Werte wie Facebook, Apple, Amazon, die alle oben sich noch halten. Und haben noch nicht nachgegeben. Insofern 4 Stunden Short, Stunde Short, 30 Short, 15 Long und 5 Minuten auch Long. Also die oberen Zeitebenen eher Short. S&P 500, der
amerikanische Index, sehen wir sehr schön, hat hier am gleitenden Durchschnitt jetzt erstmal heute Nacht gehalten. Da war das Tief 4659. Also Daily Long, 4 Stunden Short, Stunde Short, 30 Short, 15 Long und 5 Minuten auch Long. Nächster Markt ist Dow Jones. Daily Long, 4 Stunden Short, Stunde Short, 30 Long, 15 Long und 5 Minuten auch Long. Und jetzt zum Schluss Bitcoin. Daily Short, 4 Stunden Short, Stunde Short, 30 Long, 15 Long und 5 Minuten Short. Also auch da Tendenz eher Richtung Süden. Ethereum, Daily Short, 4 Stunden Short, Stunde Short, 30 Short, 15 Short und 5 Minuten auch Short. So, das sind aktuell die Forecast. Es ist 8.36 Uhr, heute sind wir früher dran. 16.007 gehen wir Long und bei 15.992 gehen wir Short. Die grünen Balken im Chart sind die Richtungen eventuell, wo wir ein Gewinnziel nehmen, unser Take Profit nehmen. So, wir sind Short im zweiten Trade und jetzt gehen wir auf angepasst und gehen auf Richtung Daily Pivot erst einmal. So, 9 Uhr. Wir sehen unten die Solarboxen auf dem linken Bildrand. Short im Markt. Jetzt im zweiten Trade. Das ist der Eröffnungstrade. Erste Box des Morgens. Die gestrichelte Linie zeichnet uns unser altes Gewinnziel an. Jetzt sind wir im dritten Trade. Auch hier drücken wir jetzt auf angepasst, gehen auf die grüne Zone. So, erster Trade war oben links. Zweiter Trade war hier, dritter Trade Long war hier und wir haben eine Blue Box, eine 26er aktuell. Aber wir sind jetzt direkt mit der Big Number am Fighten. Also wir haben einmal 1, 2, 3 und das Gewinnziel liegt jetzt auf der oberen Seite. Falls der Markt sich drehen entscheiden sollte, gehen wir dann hier nochmal in die Verlängerung. Gewinnziel von der Box ist im Minimum 15 Punkte entfernt. So, jetzt sind wir im vierten Trade und gehen auch hier auf angepasst.
So, es ist 9:07 Uhr, wir sind im vierten Trade und wir sehen, das Gewinnziel hier liegt bei der gestrichelten Linie. So, wir sind jetzt im Gewinn. Den Trade aber noch ein bisschen laufen lassen. MTX kommt. Schaffen wir nicht, weil der Daily Pivot da vor uns liegt. Qin Jun Zen kommt eventuell. So, wir sind gleich auf unseren TP. Das ist der Daily Pivot. Schauen wir mal. Das sieht jetzt doch. So, Daily Pivot 58. So, Sell 1%, Qin Jun Zen. KS 5 Minuten. Set 4. Auch hier 520 ausführen. 4 und jetzt confirm, auch hier nochmal short. Dann nochmal im DAX 0,05 Daily Pivot. So, wir haben jetzt mal das Gewinnziel noch mal ein bisschen weiter nach unten gezogen. Jetzt werden aber die Stop-Loss-Marken getriggert. Jetzt gehen wir raus. 0,10 Tagesziel erreicht. Und wir sehen hier unten die Vola-Box. Und hier werden wir, meine Damen und Herren, mit größerem Risiko arbeiten.
10 € machen wir hier mal, wenn er nach unten läuft. Also das war 1, dann 2, dann 3, dann 4. Der Trade ist in den Gewinn gelaufen. Das war die erste Box fürs Protokoll. 1, 2, 3, 4. Und wir sind hier am Daily Pivo ausgestiegen. Ich verabschiede mich jetzt bei den YouTubern. Wir machen jetzt im Live-Trading-Raum weiter. Wir sind nach wie vor auch short in der Kinjun-Sen-Strategie. Hier, auch da sind wir eingestiegen bei 71, 48 jetzt das Gewinnziel. Und unser TP liegt hier bei 15, 9, 23. Entschuldigung. Gute Trades und wir machen jetzt im Live-Trading um.